Gender Innovation, das ist ein relativ neues Begriffspaar und es geht für uns heute darum, dass wir ein feministisches Verständnis beimessen und dass wir gucken, was ist da eigentlich drin und wie kann man auch eben stärker eben soziale Innovationen mit einer Geschlechterperspektive verknüpfen. Das ist eigentlich unser Anliegen hier. Ich würde super gerne nochmal hier teilnehmen und vor allen Dingen auch gucken, okay, wo können wir, was wir jetzt angefangen haben, zu erarbeiten und zu denken und Ideen zu entwickeln, wie können wir die weiterentwickeln. Bei unserem Camp jetzt ist es so, dass wir ganz viele Ideen gesammelt hatten, was kann Gender-Innovation sein und machen jetzt verschiedene Innovationsräume oder Werkräume auf und da können sich alle TeilnehmerInnen dann selber zuordnen, je nach ihrem Interesse und dann ganz intensiv miteinander an diesen Zukunftsthemen arbeiten. Ich habe als Teilnehmer mitgemacht bei einem Workshop, wo es um Care geht und die Frage, wie Care in den Mainstream übergehen kann oder auch, dass man einfach andere Menschen unterstützt, die Hilfe brauchen. Wir geben hier über die 2 Tage einen Workshop in einem Werkraum und gemeinsam mit anderen Teilnehmenden versuchen wir darüber zu diskutieren und zu erarbeiten, wie eben die Klimakrise und das Problem von Atomwaffen in der Welt zusammen gedacht und zusammen angegangen werden kann. Und das vor allem eben mit einem feministischen Ansatz von einer feministischen Außenpolitik oder in der internationalen Zusammenarbeit. Wir haben hier einen Markt der Möglichkeiten eröffnet, wo Ausstellerinnen ihre Projekte und Ideen auch mal den Teilnehmerinnen näher bringen konnten. Es gibt viele interessante Workshops, die auch zu Bereichen passen, zu denen wir selber in Zukunft im kommenden Jahr in unserem Arbeitsprogramm arbeiten wollen. Das war super, auch den Austausch mit vielen anderen Frauen und Kolleginnen und das war für mich wirklich super. Wir hatten hier wirklich eine ganz große Vielfalt von Teilnehmerinnen, die sich untereinander auch unglaublich stark mit diesen Fragen auseinandersetzen konnten in so einem geschützten Raum. Diesen Raum dann zu erweitern und zu gucken, wie kann man dann daraus vielleicht auch ganz konkrete Projektideen ableiten, das ist sozusagen der nächste Schritt. Und da freuen wir uns auch als Friedrich-Ebert-Stiftung, wenn wir das dann noch weiter begleiten können.